Ich finde vor allen Dingen gut, dass Bormann keine Figur ist, die schon so besetzt ist. Also Bormann kann man noch entdecken. Während wenn man Hitler, Goebbels, Göring spielt, hat man schon eine verhältnismäßig große Bürde, die man mit sich rumträgt, weil ob das Chaplin bei Hitler ist oder ob das mehrere Filme, die es sicher schon über Göring und Goebbels gegeben hat, da gibt es schon so gewisse Prägungen. Das gibt es bei Bormann überhaupt nicht. Bormann ist wirklich eine Unperson und das ist schon sehr reizvoll. Es lauern einige Gefahren bei so einem Projekt. Eine Gefahr ist, aber wie gesagt, da ist Bormann nicht ganz so gefährdet. Da sind diese Göring, Goebbels, Hitler, Himmler Schauspieler gefährdeter oder haben es im Grunde schwerer, weil da die Karikatur natürlich im Hintergrund droht. Ja, das ist bei Bormann weniger. Was aber das Problem grundsätzlich, glaube ich, ist, man steht zwischen zwei Gefahren. Man darf keine Knallcharge, keine Nazi-Charge irgendwie da draus machen. Und man muss aber auch sehr aufpassen, dass dem Zuschauer nicht das Herz aufgeht, wenn er diese armen Kerle in ihren letzten Stunden da sieht. Also man muss sich schon immer, auch wenn die dann sterben, also der Bormann bringt sich ja um mit so einer Zyankali-Kapsel. Und das ist ja nun mal in jedem Falle tragisch, wenn sich ein Mensch umbringt, egal ob er Bormann oder wie heißt. Aber man muss trotzdem sich immer bewusst sein, dass das die größten Verbrecher sind, die es gegeben hat.